Hallo und herzlich willkommen bei Back to Wolle zu meinem Einkauf vom 10.11.2023. Angefangen geht's mit dieser wunderschönen Buttergemüse. Ich esse recht viel Buttergemüse. Also ich mache das so, dass ich mir die Nudeln immer einen Tag vorher koche, dann esse und dann halt immer schön mit Buttergemüse. Das meistens halt immer so halt über die Woche, am Wochenende. Da darf ich auch mal ein bisschen cheaten und das ist eigentlich recht gut. Ich habe jetzt von letzter Woche auf diese Woche habe ich 1,9 Kilo abgenommen. Was ist denn 2,9? 1,9 Kilo, das ist, finde ich, sehr akzeptabel, wenn es so weitergeht. Ich bin glücklich damit. Jetzt gut, wahrscheinlich wird es irgendwann weniger natürlich. Ja, keine Frage. Wichtig ist übrigens beim Abnehmen, möchte ich euch mal ganz gerne noch mitgeben, viel trinken. So, gutes Beispiel, heute gibt es kein Buttergemüse, heute gibt es Kroketten. Ich habe mir wunderschöne Ja-Kroketten von Rewe geholt. Ja, ich gehe in der letzten Zeit bei Rewe einkaufen. Ja, Kroketten. Ich habe, glaube ich, am Mittwoch hat meine Nachbarin von Kroketten geredet. Danach habe ich nur gedacht, Kroketten, ich will Kroketten, Kroketten. Da dachte ich mir heute einfach, ich will Kroketten. Jetzt habe ich Kroketten. Yay. Zum Thema Wasser. Sonst natürlich nur Wasser trinken. Heute ist quasi so Freitag, beziehungsweise am Wochenende cheat ich meistens so ein bisschen. Es wird heute, beziehungsweise vielleicht auch morgen, je nachdem, trinke ich halt, ja, mal eine Pepsi so ungefähr. Aber ansonsten immer Strange Wasser rein, ist eigentlich eine gute Sache. Die habe ich gesehen und da hatte ich einfach mal wieder Bock drauf. Natürlich Weizennudeln, ja, aber mit Käsesoße, die hatte ich mal früher immer mit super immer gerne und oft gemacht und so. Von da dachte ich mir einfach, okay, ja komm, schmeiß rein, nimmst du mit. Let's go, let's go. Vielleicht mal für einen Tag, wo ich mir denke, ach, da habe ich jetzt mal nicht so Bock drauf mit dir. Dinkelnudeln, keine Ahnung, was ich möchte, einfach mal so schön Käsenudeln oder einfach mal für einen schlechten Tag oder sowas. Kann das durchaus mal recht nett sein. Dinkelmehl, ich backe ja viel. Daher, hole ich mir Dinkelmehl. Beziehungsweise normalerweise backe ich halt Brot. Das mache ich mit Haferkleie. Von denen habe ich auf jeden Fall genug noch. Aber sonst normalerweise, wenn ich manchmal Pfannkuchen mache oder sowas. Und ich habe mir auch jetzt letztens endlich mal ein Bananenbrot gemacht. Das mache ich dann mit Dinkelmehl. Von daher ist Dinkelmehl gar nicht mal so verkehrt. Eier. Ich habe mir die frischen Eier geholt. Wo steht kein, das ohne Küken töten. Und halt frische Eier, Freilandhaltung. Da dachte ich mir, okay, es gab noch die Bodenhaltung. Die waren aber irgendwie billiger und dachte mir, jetzt für 60 Cent sich eine billigere oder teurere, ich dachte mir auch in der Größe M ist okay, die sind nicht zu groß, von daher dachte ich mir, okay, die Eier, ja, die kann ich in sehr gutem Gewissen halt irgendwie auch für Backen und so nutzen. Das ist halt durchaus auch in Ordnung. So langsam beginnt so die Advents- und Weihnachtszeit und ich hatte einfach Lust auf Lebkuchen. Habe ich mir die einfach mitgenommen. Ich mir geil, Lebkuchen. Ich stehe doch manchmal so gemein einfach, aber auf Lebkuchen habe ich Bock. Von da, let's go und Lebkuchen. Ich freue mich schon, die richtig schön mit Kaffee oder mit Cappuccino einfach mal schön so ein bisschen Lebkuchen sich reinzuballern. Ah, das wird geil. Das wird geil. Tomaten. Ich habe jetzt zwar nur eine Tomate, aber es ist auf jeden Fall eine Tomate. Ich habe mir mehrere Tomaten geholt. Ich zeige euch mal schön eine Tomate. Tomate! Für den Käseexperte Nico habe ich mir hier schön Mozzarella Reibekäse von Ja geholt. Er wird mir bestimmt sagen, wie gut oder wie schlecht er ist. Bezüglich könnte mir noch eine gute oder schlechte Bewertung schreiben. Das, denke ich mal, ist auf jeden Fall drin. Ich finde das manchmal recht gut. Manchmal auch, wenn ich halt mir Nudeln mit Buttergemüse zum Beispiel auch mache, dass ich dann so ein bisschen leicht ein bisschen Käse halt reinballere. Ist vom Geschmack her ein bisschen geil, aber ich nehme auch sonst nicht wirklich Salz oder sowas. Oder mache das mit irgendwas. Manchmal mache ich ein bisschen Chili rein, weil es ein bisschen schärfer halt ist. Weil schärfer dann wird der Stoffwechsel ein bisschen angeregt, aber ansonsten eigentlich eher weniger. Daher Käse. Käse! Extra für die Kroketten habe ich mir Mayonnaise besorgt. Ich habe jetzt die richtige, ansonsten ja. Habe ich ja die falsche Mayonnaise mir geholt. Ah, shit happens. Okay. Mayonnaise! Dann habe ich mir diese Bauer hier geholt. Bauer! Bauer-Joghurt. Die waren im Angebot. Die haben, glaube ich, nur 45 Cent oder was gekostet. Da dachte ich mir, okay, ja, nimmst du halt ein paar mit. Warum nicht? Sind recht lecker. Kann ich, also mache ich halt am Wochenende esse ich gerne mal einen Joghurt. In der Woche dann eher weniger, weil natürlich auch Zucker drin ist. Und das hilft natürlich nicht so gut beim Abnehmen. Aber halt so, was ich so Samstag mal wieder, Freitag, Samstag so ein bisschen schlemmen. Das ist definitiv in Ordnung. Danach, ja, wieder strange durch so ungefähr. Vielleicht noch Sonntag. Je nachdem, wie es gerade passt. Zu den Joghurts sind auch nochmal Joghurt mit der Ecke, die von, ja, die billigen, die kamen auch, glaube ich, 45 Cent oder sowas gekostet. Da ich mag die und ich esse die manchmal ganz gerne. Von daher, so am Wochenende, wie gesagt, ist das okay. In der Woche eher, Thunfisch. Ich hatte mal wieder Lust auf Thunfisch. Ich wollte mir wieder Thunfisch, vielleicht Thunfisch auf Brot, Thunfisch auf Pizza. Thunfisch auf keine Ahnung was, die wollten mal wieder Thunfisch essen, deswegen habe ich mir Thunfisch geholt.
Manchmal habe ich richtig Bock auf Thunfisch, deswegen habe ich mir gleich zwei Dosen geholt. Ihr seht hier natürlich nur eine, warum soll ich die zweite zeigen, macht ja gar keinen Sinn zum Beispiel. Auch zum Beispiel Buttergemüse. Buttergemüse habe ich mir viel mehr geholt, habe ich mir glaube ich 5 Packen geholt, weil die muss man für die ganze Woche lang überreichen. Zeige euch aber natürlich nur eine, weil es ja sinnlos ist, euch 5 Buttergemüsen teilen zu zeigen. Macht ja gar keinen Sinn. Von daher, Thunfisch! Und als letztes für den Chips-Experten Sigi habe ich erstmal die Salzchips hier. Die Salzchips, ich denke, die kennt ihr ja auch schon. Da habe ich so Crunch-Chips geholt, die waren Cheese and Onion. Die waren im Angebot, deswegen dachte ich mir, geil. Ich glaube, die haben auch nur, ich glaube, 99 Cent oder sowas gekostet. Da dachte ich mir, okay, 99 Cent. Cheese and Onion, ich probiere sie einfach mal. Und ich habe noch geholt Crunch-Chips im Currywurst-Style. Das kann nur grausam oder geil werden. Mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall mein Einkauf vom 10.11.2023. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle zugeguckt habt. Euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall sagt ihr auch schon, der Aktuelle. Tschüss.